Und da sind wir wieder bei einem neuen Part von Poi. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, wir sind hier im Leuchtturm. Und ja, hier ist ein Oktopus. Moment. Das war also im Leuchtturm. Was müssen wir jetzt hier tun? Ich darf ja wahrscheinlich nicht ins Wasser, oder? Okay. Muss ich ihn treffen? Ich muss irgendwas mit den Bomben machen. Ich bin gespannt. Na, wo ist er? Hä? Aber die reicht doch gar nicht so weit. Oh Gott, wo kriegst du die denn hin? Mal gucken, wo er jetzt auftaucht. Okay. Soll ich die Arme jetzt wegmachen? Ich weiß nicht genau, soll ich... Oh Gott. Okay. Ich hole mir mal eben schnell ein Herz. Da hinten ist noch ein Herz. Also ich muss ihn treffen mit den Bomben. Und wahrscheinlich so oft, wie hier Bomben sind. Okay. Na, wo taucht er auf? Er ist zu weit weg. Treffe ich nicht. Oh, habe ich getroffen? Okay. Dann geht's zur nächsten Bombe. Okay. Eigentlich ist es ja recht einfach, weil eigentlich sind da nur die Tentakel. Er selber macht ja nicht wirklich was. Ja, das ist zu weit weg. So. Jetzt hat er gar keine Tentakel mehr, glaube ich. Ja, das ist zu weit weg. Ah, ja, da kommt noch ein neuer Tentakel. Ah, ja, er muss näher sein. Irgendwie treffen wir ihn gerade nicht. Was sollten wir hinkriegen? Irgendwann. Na komm, tau auf. Oder muss ich das irgendwie anders machen? Aber geht ja nicht. Aufheben kann ich die ja nicht. Er taucht halt immer mal wieder auf. Jetzt ist er wieder untergetaucht. Theoretisch müssen wir ihn noch zweimal treffen. Du bist aber viel zu weit weg. Ja, falsche Richtung. Okay. Jetzt schon, okay. Doch nur dreimal treffen.
Da schwimmen wir mal schnell hin. Dann haben wir das nächste Medaillon. Sehr schön. Also, ich finde eigentlich, die Sachen sind einfach gehalten, aber es macht trotzdem eine Menge Spaß. Das Geheimnis des Leuchtturms. Okay. Also es war jetzt nicht schwer oder so, aber du hast großartige Arbeit bei der Suche nach diesen Forschermedaillons geleistet. Es gibt noch eine andere Welt, die wir meiner Meinung nach besuchen sollten. Und ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal eine andere Welt, damit wir einfach mal was anderes sehen. Der Magma-Gipfel, er ist ein wenig gefährlicher als die gemütliche Schlucht. Ja, das glaube ich. Aber ich glaube, du kriegst das schon hin. Warum wendest du nicht das Schiff und bringst uns dorthin? Und achte auf herabstürzende Steine. Dann müssen wir es so rummachen. Ist das eine andere Insel oder ist das Magma? Der Magma-Gipfel. Ja, wir reisen dahin natürlich. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Rauch am Steinturm. Auf geht's. Die Musik ist halt auch richtig gut. Oha. Was ist das denn? Nice, nice. Aro, ein neuer Besucher auf dem Magma-Gipfel. Ich hoffe, du bist nicht so gemein wie dieser Eimerschädel. Welcher Eimerschädel? Ach, der meint diese, die wir getreten haben. Basislager. Der meint die hier. So, weg ist er. Wir laufen erstmal hoch. Das sieht aber richtig cool aus. Vor allem die Musik. Die ist richtig nice. Da steht jemand. Ich würde sagen, den sprechen wir jetzt noch nicht an. Das machen wir ein andern Mal. Ich muss mich erstmal ein bisschen hier erkunden. Was ist ein Herz? Okay. Darf ich das berühren? Oh, da ist was drin. Da ist was drin. Guck mal. Sehr schön. Aber richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Kann ich mit dem reden? Sei vorsichtig, Aro. Herabstürzende Steine könnten auf dem Weg dorthin auftauchen. Oh. Guck mal hier, kann ich hier graben? Ja, cool. Hier ist ein Eimer. Ich habe einen Eimer auf dem Kopf. Wir gehen in die Höhle hinein. Oh! Ah! Was ist das? Ein Zubat. Oh, warte mal. Die wollen mich alle bewerfen. Für süß. Guck mal, die wollen mir alle... Das ist eine Schlange. Die wollen mir alle... wehtun. Voll gemein, oder? Dass die mir alle wehtun wollen. Ja, eigentlich wollte ich nur das haben. Und dann gehe ich jetzt auch wieder. Tschüssi.
Tschüssikowski. Oh. Hier. Hallo. Müsstest du meinen einmaligen Hindernisparcours mal ausprobieren? Nö. Will ich gerade nicht. Das mache ich später. Oh, cool, komm, wir machen's. Oh, Mist. Ups. Oh, wie gemein. Oh, das ist ja... Ob ich das schaff? Warte. Wie komme ich hier runter? Wie komme ich hier runter? Lol. Gut. Ja, nächstes Mal vielleicht. Wir haben einen schönen Bug, wie ihr seht. Oh nein, was ist das denn? Ja. Das ist ein Bug. Ich lasse mich nochmal runterfallen. Okay. Neu starten. Ja. Bitte. Ja. Das war ein netter Bug. Oh nein, was war das? Habt ihr das gesehen? Ich konnte nur noch schwimmen. Oh nee. Netter Bug, muss ich schon sagen. Witzig. Ich find sowas immer genial, wenn sowas in Spielen auftaucht. Ja, ja. Ach, hör doch mal auf mich zu hauen. Ja, ist ja gut. Oh, ich bin gestorben. So, nochmal. Oh, ich habe meinen Eimer nicht mehr. Ich will meinen Eimer wieder haben. Der hat einen Eimer. Oh Gott. Sei doch nicht so aggressiv. Stimmt denn mit dir nicht? Mist, ich weiß nicht mehr, wo ich meinen coolen Eimer her habe. Doch da! Gott, was ist denn jetzt los? Warum war das jetzt so? Habt ihr es gesehen? Hier, da möchte ich gerne starten. Wenn ich wieder sterben sollte. Oh Gott. Ich bin schon wieder gestorben. Diese blöden Maulwürfe. Oh nein, mein Hütchen ist weg.
Ah, du. Da oben ist ein Schlüssel. Oh, diese Maulwürfe hier. Die gehen mir ein bisschen auf den Sack. Wo muss ich denn hier lang? Soll ich überhaupt Schlüssel sammeln? Was war das denn? Was war das denn? Oh nee, komm, bleib weg. Sehr schön, ich habe ein Herz gefunden. Wir darüber. Oh nein. Ach schade. Ich fall wieder runter. Mist. Das war ein bisschen zu hektisch wieder. Aber die Schlüssel darf ich behalten. Oh nee, komm. Die Maulwürfe, die gehen mir echt auf die Nerven. Ja, ich glaube, ich gehe wieder hier hoch. Oh ne, nicht runterfallen. Sehr schön. Ja, das war so gewollt natürlich. Auf jeden Fall war das so gewollt. Da hoch? Kann man nichts mit dem machen. Kann ich hier auch noch weiter? Okay. Was will er? Die Straße zum Gipfel ist jetzt gesperrt. Komm ich gleich hoch oder was? Okay. Ah, da sind noch die letzten Schlüssel. Dann muss ich da weiter hoch. Ich würde aber sagen, bevor wir die anderen Schlüssel einsammeln, ich hoffe, das ist überhaupt die Aufgabe. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ah, du kleiner Penner. Ich mag den nicht. Der ärgert mich immer. Auch wenn er irgendwie süß aussieht, aber der ärgert mich immer. Gut, da sind nämlich noch die Schlüssel. Ja, ich kann auch von der Seite wieder hoch. Ich weiß gar nicht, wie viele mir jetzt fehlen. Ich guck mal eben schnell. 5 von 7. Ja, komm. Dann holen wir uns die nochmal eben schnell. Wenn ich nicht gleich wieder sterben sollte. Nein! Okay. Ich guck mal eben, ob ich da nochmal eben schnell hochkomme. Ja, ja. Also theoretisch weiß ich ja, wo er ist. Man muss nur hinkommen.
Oh, fall mir da nicht runter. Und sie ist runtergefallen. Ich würde sagen, wir holen den letzten Schlüssel im nächsten Part. Denn sonst wird der Part wirklich zu lang und das möchte ich eigentlich nicht so gerne. Wie gesagt, im nächsten Part holen wir den letzten Schlüssel von den 7 Schlüsseln. Und ich hoffe, du bist dann wieder mit dabei. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann, deine InoRealP.